Von den Seiten! Verschwindet von hier. Ich werde nichts mehr sagen. Also würdet ihr nur eure Worte verschwenden. Mein Vater? Den Sternen sei Dank. Ich bin es satt, ein Druckmittel zu sein. Sie haben mich gefangen, um meinen Bruder Eranamo unter Druck zu setzen. Sie haben ihn einen Auftrag erledigen lassen und ihn danach in einen Raum in den Ruinen im Norden gesteckt. Bastarde! So ist mein Vater. Immer ganz der große Denker. Aber ich kann nicht ohne Eranamo gehen. Danke und viel Glück. Ja? Wer ist da? Ah, gut. Ich bin ausgehungert. Schauen wir mal. Ich hätte gerne eine Fasanenbrust, etwas Wein und, ein Käserad. Ah, meine Schwester. Es ist ihre Schuld, dass wir in diesem Schlamassel stecken. Das Erbe wollte nur ein paar Informationen, alles gar kein Problem. Aber sie haben darauf bestanden, Palit als Rückversicherung mitzunehmen, damit ich mich auch ja benehme. Oh, seid doch ruhig. Ich wusste nicht, dass sie mit dem Pakt gemeinsame Sache machen. Und jetzt mischt ihr euch auch noch ein. Schön. Mit meiner Flucht ist es nicht getan. Ich habe ihnen detaillierte militärische Pläne ausgehändigt. Werdet ihr mir helfen, sie zurückzuholen? Wollt ihr, dass diese Informationen in die Hände des Pakts fallen? Nein? Das hatte ich mir schon gedacht. Sie lagern ihre Uniformen dort unten und ich konnte eine in meinem Feldbett verstecken. Nehmt sie. Dann können wir an den Soldaten vorbeischlüpfen und die Berichte zurückholen. Alles kein Problem. Ich warte dann draußen auf euch.
keiner dieser Soldaten sollte uns erkennen. Wenn wir dem Centurio begegnen, bei dem sieht es anders aus. Kommt, wir haben eine Menge zu besprechen. Das war Earan, mit der Anführerin der Truppen des Paktes, Rela. Ausgezeichnete Arbeit. Gehen wir nach unten. Rela führt den Pakt hier an, von einem Ort namens Gramfeste aus. Sie wurde von diesen absonderlichen Götterleuten des Tribunals geschickt. Zumindest hört man das. Einer der besten Leute des Schleierrats. Ich schätze, er muss sich richtig gut mit der Schleierkönigin gestellt haben, um an seinen Posten zu kommen. Aufteilen! Lasst uns von ihr versterben! Eure Männer sind nicht so gut, wie ihr glaubt, Earan. Ich brauche noch einen Augenblick. Moment. Könnte ich mich bitte mit euch unterhalten? Jetzt können wir meine Schwester suchen. Ach nein, sie betet mich immer noch an. Sie schätzt mich sehr, nicht so wie mein alter Herr. Wenn Vater hier wäre, würde er mir die Haut vom Rücken peitschen. Vater? Hier? Oh, dann wartet er also vor der Höhle. In Ordnung, in Ordnung. Auf der Straße. Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich ein wenig zurückfalle, wenn wir hier raus sind? Ihr solltet vorgehen. Erzählt ihm, was für eine große Hilfe ich war. Dann zeige ich mich ihm.